Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Lost Place. Heute mal ein Kinderheim. Was heißt eins? Es sind mehrere. Das Areal ist auf jeden Fall riesengroß. Da sieht man einmal da ein Gebäude, da Gebäude, dann hier. Weiter hinten weiß ich nicht, wie es aussieht, aber ich stehe jetzt erstmal vor diesen. Was ich natürlich nach meinem letzten Video nicht genau zeigen werde und sagen, wo es sich befindet. Es war auf jeden Fall mal ein Kinderheim aus DDR-Zeiten, was seitdem an ziemlich verrottet. Und was als erstes auffällt, ist das eine Polizeiabsperrung. Da kann man jetzt natürlich mutmaßen, was hier passiert ist. Da dieses Objekt baufällig ist, würde ich mal vermuten, dass hier welche eingestürzt sind. Aber wir werden auf jeden Fall mal reingehen und uns mal umschauen. Tür leise zu. Das Komische und Coole ist, hier sind ringsum baufällige Kinderheime und es steht ein einziges Haus hier, was bewohnt ist. Die Geschichte zu dem Heim werde ich dann in der Beschreibung noch verdeutlichen. In dem Kinderheim sollen sich wohl hier schreckliche Dinge zu DDR-Zeiten abgespielt haben. Die Duschen kenne ich auch noch ziemlich gut. Ich bin ja auch so ein kleines Heimkind. Das Video wird auf jeden Fall wieder eine Bombe. Warte. Ihr konntet ja so im Ungefähr sehen, wie viele Häuser das hier sind. Aber hier heißt es auf jeden Fall trotzdem wieder Augen auf. Die Polizeiabsperrung war ja nicht umsonst da. Ich vermute mal, obwohl die Decke noch ziemlich gut aussieht, dass hier irgendwann irgendwo mal welche eingestürzt sind. Das sieht auf jeden Fall erstmal aus nach Großküche, wo nur noch dieser, naja, Kessel steht. Hier sieht man, steht auf jeden Fall schon seit frühesten DDR-Zeiten leer. Ich befinde mich im Übrigen nicht mehr in Dresden und auch nicht in Freital. Aber es ist schon noch Sachsen. Die Decke ist auf, die ist spooky. Und die Tapeten. Ja, Leute. Zu DDR-Zeiten war das so.
Decke sieht noch richtig gut aus. Also ich konnte bis jetzt hier unten noch kein einziges Schwachpünktchen sehen. Vielleicht finde ich ja raus, wie viele Kinder hier damals waren. Das Gelände ist ja sowas von scheiße groß. Das sind mindestens noch 3 oder 4 Häuser, wo Heimkinder untergebracht waren. Die Leute, die Urbex-Elite kennen, werden natürlich wissen, in welchem Kinderheim ich mich befinde. Das ist auf jeden Fall Nachbau. Zu DDR-Zeiten gab es das, glaube ich, noch nicht. Hier hat man wohl im Laufe der Zeit mal nachgerüstet. Diese Decke, die ist so geil. Was das wohl mal war? Hier war auf jeden Fall mal zu. Aber ich verstehe gerade die Konstruktion nicht. Wenn man sich mal überlegt, diese Wand hier war mal zu. Das waren bestimmt mal kleine Büros oder so. Das hier, der Breite nach zu urteilen, könnte man mutmaßen, war die Tür. So wie hier und hier. Aber was das genau mal war, ich glaube nicht, dass das Heimzimmer waren. Man kann vermuten, dass die Heimleitung hier unten ihren Platz hatte. Schmiererei darf natürlich nicht fehlen. Und oh, so lecker. Na, das sieht doch schon eher aus wie die Etage, wo die Kinder dann untergebracht wurden. Ja, würde ich denken, das ist so scheiße kalt heute. Ich werde aber nicht in jedes Zimmer jetzt reingehen. Ist das klein. Weil ich habe ja noch ein paar Häuser vor mir.
Das Einzige, was in dem Kinderheim geblieben sind, ist, sind ein paar Rehe. Die sind mir vor uns über den Weg gehüpft. Wir sind jetzt im zweiten Stock und die Decke immer noch vollkommen okay. Hier hat man alles nachgerüstet. Warum? Das kam alles im Nachhinein, auf jeden Fall. Hier noch eine olle Tapete. Ja, nee, ist klar. Lol. Auch wenn die Decke und so noch ganz okay aussieht, möchte ich auch nicht wirklich in jedes Zimmer reingehen. Der Balkon. Aber die Kiddies haben es schon geil gehabt hier. Ich habe mich noch nicht belesen. Vielleicht finde ich ja raus, was hier so Schlimmes passiert sein soll. Hier haben wir wieder die Lost Place Toiletten. Ich bin ja mal gespannt, was die anderen Lost Places, die noch ringsrum sind hier, so zu bieten haben. Hier würde ich vermuten, war der Aufenthaltsraum, würde ich doch mal denken. Da war mal eine Heizung. Ja, also ich würde denken, Aufenthaltsraum. Oha. Das ist aber meiner Meinung nach nichts Dramatisches. Das ist nur die Deckenverkleidung. Also nichts, was mir Angst machen müsste. Sicherlich wieder Heimzimmer.
Ich dachte gerade, hier liegt ein totes Tier. Was ist das denn jetzt für eine Konstruktion? Sieht aus wie Wohnungen. Die Waschräume. Oh, hier wird's. Ja, das waren Waschräume. Hier wird die Decke auf jeden Fall schon. Ja, auch. Was das? Abstellkammer. Steht nichts außen dran. Kleiner Schrank. Wenn an den Türen nichts steht, schwierig zu sagen, was wo war, ob das ein Zimmer der Kiddies war, Aufenthaltsräume. Beziehungsweise, was war ein Esszimmer, was waren Schlafräume. Hier liegt noch eine alte Hose, Winterhose. Ah, das Fenster finde ich cool. Nicht schlecht. Es ist im Großen und Ganzen eigentlich ein schönes Objekt. Schönen Hof haben sie auch gehabt. Riesengroß, wenn alles grün ist. Muss da eigentlich bombastisch schön gewesen sein hier. Treppenhaus. Also ich kann nur mutmaßen, das sind bestimmt die Zimmer der Kinder gewesen. Würde ich mal denken. Oh, da darf ich gar nicht so weit hoch. Da drüber steht, wo ich mich befinde. Das ist auf jeden Fall wieder Aufenthaltsraum. Da fällt schon die Mauer zusammen. Da werde ich ja auch nicht weiter reingehen. Ich möchte ja noch ein paar Tage leben. Alter. Wie
Wie viele Jahre wird das wohl sein, bis so ein Dreck entsteht? Aber ich muss sagen, wenn es wirklich seit DDR-Zeiten vor sich hin rottet, dieses Häuschen, hier hat mal jemand geschlafen, muss ich sagen, von der Bausubstanz könnte man wieder draus machen. Ach, ein Deutscher wieder. Könnte man wieder was draus machen. Ach, hier sind wir schon im Dachboden. So, ist hier verholzt oder ist hier verholzt? Wo geht's denn hier hin? Einfach nur nach unten. Aber hier würde ich mal sagen, traue ich mich so groß gar nicht rein. Alter, was ist das hier für eine Auslage, die ist sowas von weich. Nee, Leute, ich würde sagen, auf ins nächste Haus. Durch den Dachboden stiefel ich auf jeden Fall nicht. Da ist mir meine Gesundheit noch zu wertvoll. Wir hatten ja noch den Keller, habe ich ganz vergessen. Keller in Kinderheimen ist er eigentlich mal immer. Oh, da kommt der Boden hoch. Na, hoffentlich ist hier unterm Keller nicht noch ein Keller. Alter, was ist das für ein Riesending? Was ist das für Metall hier? Ob hier unten Kinder eingesperrt wurden, weil hier überall Gitter vor den Fenstern sind? Ich kann mir daraus keinen Reim machen. Warum ein Kinderheim vergittert ist. Und hier oben höre ich schon wieder irgendwo Rehe, die mit den Hufen klopfen. Könnt ihr sie hören? Ich denke mal, so etwas kann man sie hören. Ist auf jeden Fall wieder richtig schön gruseliger Keller.
Das nenne ich mal eine richtig schöne alte Haltung. Wärmespender vermute ich mal. Alter Schwede. Hier unten kommt man sich vor wie in einem Bunker. Geht es wieder nach draußen, nebenan das Wohnhaus. Ach, hier sind wir dann auf der anderen Seite. Das ist so spooky. Hier im Dunkeln durch. Ich mach mal Licht aus. Zieht euch das rein. Wenn die Sonne nicht scheinen würde, du würdest hier in die Falle tappen. Okay, machen wir zum nächsten Haus und mal schauen, ob ich noch ein paar Rehkitz treffe. So, da bin ich jetzt wieder draußen. Mal schauen, ob es hier auch noch reingeht. Hier ebenfalls wieder Polizeiabsperrung. Nee, hier ist zu. Hier ist ebenfalls verrammelt. Hier konnten die Kittys Basketball spielen. Hohe Vogel. Untenrum ist alles vergittert an dem Häuschen. Ich kann ja aber nicht großartig hinten langlaufen. Da drüben sind Wohnhäuser. Aber ich vermute mal, ist zu. Hier muss auf jeden Fall noch Verkehr herrschen. Wenn man sich das mal anschaut hier. Die Fahrtspuren. Gut, ich sehe schon, wer hier lang baggert. Ein kleiner Bagger. Polizeiabsperrung. Das hier, was ist das hier? Sieht auf jeden Fall benutzt aus.
hier wurde verschlossen. Schade. Ich doch mal reinkrapseln. Aua. So habe ich das von DDR-Zeiten gar nicht in Erinnerung. Das sind Tausende an Waschbecken. Hier geht's weiter runter. Ne. Das ist mir zu spooky. Alter, hier verlaufe ich mich doch wieder. Kann ich wieder nicht zeigen, weil Adresse drauf. Na toll. Ich spring durchs Fenster und was sehe ich dort hinten? Eine offene Tür. Ah. Oh. Duschen. Wer von unseren Älteren kennt das noch? Das kommt mir definitiv noch bekannt vor. Auch dieser fette Hahn. Und das waren dann wohl früher die Duschen, so wie ich sie auch noch kenne. Hier haben wir noch eine Brause dran. So was kann sich heutzutage kein Mensch mehr vorstellen. Wie unsere Duschen zu DDR-Zeiten früher aussahen. Und hier haben wohl mal welche eine Party gemacht oder was? Hier wurden überall Teelichter ausgestellt. Kleine Kellerparty, ne? Warum nicht? Eine Party im Lost Place. Ist ja in Dresden öfters mal. Wo verrate ich natürlich nicht. Muss ja nicht ausarten. Was haben wir hier? Kann kein Mensch lesen. Ich zumindest nicht. Huch. Alter. Auf jeden Fall schön abgedämmt. Schön bunt. Hölle, Hölle, Hölle. Moment, ich brauche noch ein Bild. Mal sehen, ob es hier noch eine kleine Überraschung gibt, hier oder da.
Okay, war nix. Also, ich kann mir vorstellen, warum das geschlossen hat hier. Ist einfach mit dem deutschen Standard nicht mehr zu vergleichen. Es gibt zwar jede Menge Ein- und Ausgänge, aber die Feuertreppen und so fehlt einfach. Schon erstaunlich, wie sich Tapete über die Jahre abblättern tut. Hier könnte man vermuten, war mal Essensausgabe. Na, aber sowas von. Hier war die Speiseausgabe für die Großen und Kleinen. Also, wird das hier alles ein Speiseraum sein? Hier würde ich wieder vermuten, ach, da war die Küche bzw. Essensausgabe und hier denke ich mal Raum für Küchenpersonal. Das wird wieder ein Aufenthaltsraum sein. Die ganze Tapete her. Das ist ja übel. Hat schon mal einer angefangen zu kehren hier oder was? Vor der Party muss es sauber sein. Ich frage mich gerade, wie viele Anwohner haben sich hier wohl schon über dieses Objekt beschwert. Ringsrum alles nur Luxusbuden, wenn man die so anschaut. Und hier Schrottplatz. Was sind denn das für geile Ziegel? Sind die so oder wurden die angemalt? Das ist Moos. Nehmen wir mal einen kürzeren Weg. Ich muss mir angewöhnen, mehr auf Fußboden und Decke zu achten, nicht nur auf den Bildschirm. Könnte man auch wieder sagen, Speisesaal steht hier eventuell noch was dran an der Tür. Nee, schade. Alter, das Klo. Ich glaube, hier gab es mehr Boys wie Mädels.
Das kann doch nicht alles von der Toilette sein. Alles klar. Wissen wir Bescheid? Hier geht das noch weiter. Diese großen Säle oder Räume könnten auch Unterkünfte gewesen sein. Vermutlich 2, 4 Betten. Hier die Schränke. Das ist eine etwas kleinere Unterkunft. Hier sind wir schon wieder unterm Dach. Was ist denn das für eine fette Tür? Hier ist vor kurzem auf jeden Fall ein Tier langgelaufen. Vermutlich Katze. Die Spuren sind frisch. Jetzt frage ich mich gerade, wo kommen die Wassertropfen her? Sind die frisch? Oder ist das Pisse? Die Decke ist trocken. Das kann doch nicht von so weit bisher herregnen. Schneien. Das ist mir gerade ein Rätsel. Hallo, Katze, Maus, Hund? Wer sich hier auch reingeschlichen hat? Die Spuren gehen auf jeden Fall nicht nach unten. Hier geht's wieder zurück. Und da hören sie auf. Auf dem Rückweg. Geisterkatze. Jetzt kriege ich aber... Sieht auch aus wie ein frischer, aber nicht von mir. Gruselig. Ich glaube nicht, dass sich ein Reh hier rein verirrt hat.
Ich möchte auch ehrlich gesagt gar nicht weiter erkunden. Wir sind jetzt immer unter dem Dach. Da wird es ja bekanntlich Taubenviecher, höre ich hier. Da wird es bekanntlich holzig. Gut, dann betrachten wir uns mal das nächste Gebäude. So, jetzt befinden wir uns im dritten Gebäude. Und beim Nachbarn bellt schon der Hund. Da sollte ich jetzt wohl mal etwas leiser reden. Ich würde denken, hier wurde für die ganzen Häuser, für die Heimkinder gekocht. Diese Küche ist auf jeden Fall schon allemal größer. Da kannst du bis in den Keller gucken. Da, wie man sieht, hängt wieder Polizeiabsperrung da. Ah. So wie ich das bis jetzt gesehen habe, ist an jedem Haus eine Polizeiabsperrung. Fernseher, das Graffiti noch dazu, geil. Helfen. Aber in diesem Haus gruselt es mich ein bisschen. Ich habe hier richtig mulmiges Gefühl. Eigentum des Volkes. Speiseaufzug. Hier war auf jeden Fall wieder Essensausgabe. Was ihr hier seht, war im Übrigen früher für das Besteck. Und hier noch eine leckere Schüssel dazu.
noch Essensmarke, so wie es früher üblich war. Und nein, ich befinde mich nicht in Uelsnitz, so wie es auf den Essensmarken steht. Die wurden dort nur gedruckt. Oh schön, hier wird es wieder heizig. Ach du. Was sehe ich denn hier Geiles? Hier ist auf jeden Fall noch jede Menge aus der DDR. Was denn das? Oha! Also weiter nach oben. Kann ich mir abschminken. Oha, da, 92, der erste Kalender. Hier liegt noch Papierkram, eine Rechnung. Ah. Von 91. Ich muss ein bisschen vorsichtig machen. Muss ich dann pixeln? Also höher gehen, das kann ich vergessen. Ach, das haben wir von der anderen Seite gesehen. Langsam vortasten. Wow. Wow, wow, wow. Zieht euch das rein. Alter Vater. Da noch altes Geschirr. Der Fernseher natürlich auch nice. Gut. Dann war es das, denke ich mal, auch von diesem Objekt. Leute, ich muss hier raus. Dieses Gebäude ist so scheiße angsteinflößend. Ich höre hier nur Geräusche. Und wer meine Videos kennt, ich mache meinen Scheiß alleine. Ich habe nie jemanden mit. Wenn hier was passiert, ich habe die Arschkarte. War ich denn hier schon? Ich glaube,
Ach, hier bin ich reingekommen. Gut. Dann mal schauen, was das nächste Objekt sagt. Aber halt. Hier hat sich mal einer eingenistet. Aber kein Ei mehr zu Hause. Gut, schauen wir ins nächste. So, jetzt wären wir im nächsten Gebäude. Wo ich vermute, dass es entweder nach DDR-Zeiten noch nachgenutzt wurde oder irgendwelche Bauern ihre Biotonnen hier reingeschmissen haben. Oder eher Sand, Streukübel. Ah ja. Das ist natürlich auch genial. Kann man mutmaßen, ob es runtergekommen ist oder ob das so sein muss. Ich würde mal vermuten. Ach, du ahnst es nicht. Hier ist schon die ganze oberste Decke runtergekommen. Ich würde mal vermuten, dass das hier für die Kinder sowas wie Beschäftigungszeug war, Freizeitgestaltungen. Hier ist ja Berg und Tal. Hier kannst du BMXen. Hier ist auch. Oh. Das ist jetzt wieder sowas, was ich bei einem Kinderheim nicht verstehe. Ein Gitter, Stahl und wie es aussieht, ein Zimmer. Papierkorb, Stück vom Sofa. Also wenn man sowas in einem Kinderheim sieht, das macht schon ein bisschen Angst. Alter. Also hochgehen kann man hier wieder. Na, vergessen. Ich werde mich dann wohl nur im untersten Gebäude aufhalten. Im untersten Stockwerk. Alter. Ja, nichts mit Freizeit zu tun. Das ist irgendwas. Hier waren auf jeden Fall. Hier ist Haupteingang. Ein Stückchen hochgehen, kann man ja.
So eine Tür kenne ich. Ich überlege gerade, wie man es nannte. War auf jeden Fall für Kinder, die nicht so gehorsam waren, die gern mal Wutanfall bekommen haben. Die wurden dann in den Raum gesperrt, wo sie sich austoben können. Nee, Leute, hier gehe ich auf keinen Fall weiter. Der Fußboden schwankt mir zu sehr. Komme ich mir vor wie auf dem Schiff. Verdammte Gitter hier an dem Zimmer. Das war eine normale Tür und da ist einfach mal ein Scheißgitter davor. Was haben die hier mit den Kindern veranstaltet zu DDR-Zeiten? Alter, ich hüpfe immer durch Fenster und da steht Tür. Was ist denn hier? Sandkasten? Sicherung, Waschraum, wo kommt denn so ein Dreck her? Von der Decke auf jeden Fall nicht. Das kann sich doch nicht im Laufe der Jahre angesammelt haben hier. Vom Fußboden nach zu urteilen, könnte das auch wieder Speiseraum gewesen sein. Und dann die Durchreiche. Sicherungsraum. Auf in das nächste Haus. So, und damit kommen wir dann auch zum nächsten und letzten Haus. Eine Kreissäge aus Omas Zeiten. Aus Opas Zeiten. Steinalte Ölfässer. Hier haben dann wohl irgendwelche Bauern ihren Müll entsorgt. Hier kannst du sagen, mit dem Kopf durch die Wand.
hier hört sich wohl. Der Hausmeisterbetrieb aufgehalten haben. Würde ich mal sagen, so wie es hier aussieht. Das hat dann im Großen und Ganzen. Ist die Decke feucht. Das hat dann im Großen und Ganzen mit dem Kinderheim ja eigentlich nichts mehr zu tun. Was haben wir denn hier? Auch wieder irgendwas mit Medizin. Wie ich es liebe. Schon irgendwelche Klamotten durch die Decke. Okay. Das spare ich mir, da durchzugehen. Wenn ich mir den Fußboden anschaue, kann ich mir das auch sparen. Da liegt schon Stroh rum. Ich vermute von der Decke. Okay, das spare ich mir, nach oben zu gehen. Obwohl es mich ein kleines bisschen reizt. Auf der anderen Seite irgendwo haben wir ja noch eine Treppe. Ich merke mir nie, wo ich lang bin. Hier ging es nach draußen. Ach, hier. Sieht auf jeden Fall neu gebaut aus. Bin ich denn hier gestrandet? Hier ist ja gar nichts. Außer Loch in der Decke. Und auch hier wieder am Haus, wie bei den anderen Häusern, eine Polizeiabsperrung. Warum mache ich die Lampe nicht aus? Hier ist hell. Jetzt sind wir hier auf dem Hinterhof. Haben wir noch was Schönes zu entdecken? Außer das kleine. Hallo? Wenn hier jemand ist, ich mache nur Video, nicht erschrecken. Ich glaube, ich bin gerade vor meinem eigenen Schatten erschrocken. Alter, was ist das für ein Keller? Zieht euch das mal rein. Entweder bin ich vor meinem eigenen Schatten erschrocken oder ich habe gerade Geist gesehen. Kann auch gut sein, dass mir mein Kopf
einen Streich spielt. Durch die Anspannung, die man hier so hat. Oh ne, die Treppe schwankt. Hier ist der Schatten um die Ecke verschwunden, von da nach da. Alter, ich habe jetzt richtig Muffisausen in den Keller zu gucken. Ich bin da nicht bescheuert, ich habe da hier jemanden um die Ecke huschen sehen. Und da liegen scheiß Stiefel. Hallo? Alter, der Killer ist so mega. Hallo? Alter. Hier liegt eine Matratze. Einfach nur kleiner Scheißkeller. Hätte jetzt jemand die Türe zugeknallt. Ich hätte die Krise gekriegt. Die Treppe scheint noch halbwegs gut zu sein. Hier könnte man wieder mutmaßen. Dass eventuell die Heimerzieher hier gewohnt haben. Oder die Chefin, die Leiterin von dem ganzen Objekt. Alter, wenn hier jetzt jemand angeschneit kommt. Du kriegst dich ja gar nicht versteckt. Du kannst ja gar nicht leise laufen, das geht gar nicht. Entschuldigung. Okay. Ich würde mal denken, hier kommt jetzt nichts weiter. Außer da geht es auch noch mal rein. Aber ich glaube nicht, dass man viel verpasst. Schauen wir noch mal in das gegenüberliegende kleine. Und dann war es das schon wieder. Okay, also wie man sieht, es sind nur Maschinenräume. Also irgendwelche Werkhallen. Also nichts Aufregendes. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Im nächsten Video habe ich dann Wohnhäuser. Und das 3 Stück nebeneinander. Dann viel Spaß beim Anschauen. Gerne mal Kommentare da lassen. Likes, Abos, würde mich freuen. Und wenn nicht, auch gut. Also sage ich dann mal, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Nachtrag. Ich verlinke euch mal meine Beschreibung zum Kinderheim.
wahrscheinlich könnt ihr mich dann verstehen, warum es mich so dermaßen gegruselt hat in der Hütte. Und dass ich wahrscheinlich doch einen Geist gesehen habe. Leute, ich schwöre euch, ich habe den Artikel noch nie zuvor, bevor ich dieses Video gedreht habe, gelesen. Erst im Nachhinein. Und das mit der Gestalt war keine Einbildung. Mich gruselt jetzt noch. Schaut einfach mal in die Beschreibung. Also dann.